Okay, vielen Dank. Erstmal herzlichen Dank an all die Vorredner und auch die Vorrednerinnen. Waren so viele tolle Ideen schon. Und vielen Dank an all die Teilnehmer, die immer noch aktiv dabei sind und immer noch zuhören können und alles noch aufnehmen können. Also es gibt einen kleinen Vortrag jetzt über aktive Schüler und wie aktive Schüler wirklich den Fremdsprachenunterricht erfolgreich gestalten können. Also für mich bedeutet aktiver Unterricht oder aktiver Fremdsprachenunterricht wirklich, dass die Schüler sprachlich aktiv sind. Ich denke, das ist wirklich das Ziel des Fremdsprachenunterrichts, dass wir sie eigentlich so viel wie möglich engagieren können. Und ein Problem an der Sache ist, dass wir, egal ob es an der Universität oder in der Schule ist, eigentlich nur einen gewissen Zeitraum haben und einfach so viel Material auch zu unterrichten haben und so viel Möglichkeit an Sprachproduktion zu geben, wie irgendwie möglich. Und wie können wir das wirklich rational schaffen, dass wir den Schülern so viel Möglichkeit geben zu sprechen und Sprache zu produzieren? Ich denke, das ist ein großes Problem. Also die Lernziele für heute sind für unsere kleine Präsentation. Warum ist es so wichtig, die Fremdsprache 90% oder mehr im Fremdsprachenunterricht zu benutzen? Und was sind verbale und nicht verbale Strategien zu identifizieren? Oder ja, wir möchten gerne verbale und nicht verbale Strategien identifizieren können, wie wir so viele Schüler wie möglich gleichzeitig am Unterricht beteiligen können. Okay, fangen wir an. Warum ist es so wichtig, die Fremdsprache zu benutzen? Zum einen ist das das Ziel, warum wir Fremdsprachen unterrichten. Wir wollen, dass unsere Schüler die Fremdsprache verstehen und wir wollen, dass die Schüler die Fremdsprache benutzen können, aktiv. In jeglicher Situation. Wir wollen, dass sie eine große Proficiency-Level erreichen. Wenn wir sagen, oder wenn ACTRL zum Beispiel sagt, dass es 90% plus sein muss, dann erinnert das schon sehr an den Immersionssprachunterricht. Und ich denke, viele von den guten Resultaten, die wir sehen im kognitiven Bereich, sind eben auch aus der Forschung im Immersionsunterricht. Das heißt, je mehr Fremdsprache wir gebrauchen, desto mehr müssen die Schüler eigentlich gedanklich, kognitiv, mental arbeiten. Und das ist genau der Vorteil, den wir erreichen wollen. Denn wir wollen, dass sie aktiv wirklich beteiligt sind und dass sie engagiert sind und dass es eine Herausforderung für sie ist, was erreicht werden müssen. In dem Moment, wo wir im englischen Bereich oder ins Englische oder in die Muttersprache zurückfallen, verweigern wir den Schülern eigentlich die Möglichkeit, wirklich diesen kognitiven Prozess zu gestalten. Das heißt, all das, was wir eigentlich erreichen wollen, geht verloren in dem Moment, wo wir wirklich die Muttersprache wieder benutzen. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form aktive Prozesse entwickeln, wie wir die Schüler in der Fremdsprache halten und dass wir sie animieren, so viel wie möglich zu sprechen. Eine Sache, die immer wieder von Lehrern genannt wird, ist, dass es so wahnsinnig schwer ist, in der Fremdsprache zu bleiben, wegen der Grammatik. Wir müssen Grammatik erklären, wir müssen Grammatik üben, dafür sind Erklärungen notwendig und es ist unheimlich schwer, dann wirklich diese 90% einzuhalten. Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen halten, dass die Grammatik nicht unbedingt das Ziel ist. Sicherlich ist das ein wesentlicher Bestandteil unseres Fremdsprachenunterrichts. Ohne die Grammatik haben wir nicht die Strukturen, die nötig sind. Aber so wie eine von den Vorrednerinnen auch schon gesagt hat, Grammatik ist eigentlich ein Mittel zum Zweck und es hat einen berechtigten Raum im Fremdsprachenunterricht, aber es ist nicht das Ziel. Und akkurate Grammatik zu benutzen, sollte vielleicht nicht der Anfang sein, sondern sollte vielleicht das Ende des Produkts sein, nach einer langen Zeit des Fremdsprachenlernens. Ich glaube, wenn wir das als Ziel ansehen, dass die Korrektheit ganz am Ende des Sprachlernprozesses erfolgt, dann ist es besser, dass wir vielleicht ein bisschen Balance und ein bisschen Gleichgewicht haben, wie oft wir Grammatik unterrichten und wie viel Zeit das auch in unserem Unterricht dann in Anspruch nimmt. Das Wichtige an der Sache ist wirklich, dass wir uns auf die Kommunikation konzentrieren und dass die Grammatik ein Zweck dieser Kommunikation ist und dass es einen wirklichen
Anlass gibt, warum wir gewisse Strukturen lernen für einen kommunikativen Prozess. Eine Möglichkeit, wie man zweckorientiert Grammatik unterrichten kann, ist mit dem sogenannten PACE-Modell. Wenn Sie das googeln, finden Sie da jede Menge auch Videobeispiele dafür. Die Beispiele sind in Französisch, aber an sich die Struktur und der Prozess wird eigentlich sehr deutlich auch in diesen Videos. Teil davon ist, dass man eigentlich eine Struktur in einem Text zuerst präsentiert. Das heißt, es gibt einen Kontext, einen inhaltlichen Kontext, wo die Struktur oft vorkommt. Der nächste Schritt wäre dann, Aufmerksamkeit auf diese Struktur zu bringen, wobei der Lehrer nicht erklärt, warum die Struktur diese Form hat und warum das so ist. Und die Lerner dann wirklich selbst hypothetisieren lässt, inwiefern ist das wichtig, wie wird diese, warum gibt es diese Strukturen, was sind die Regeln für die Form der Struktur und so weiter und so fort. Und erst nachdem dieser gedankliche Prozess abgeschlossen ist, würde der Lehrer dann erklären, inwiefern die Regeln tatsächlich stimmen und ob die Schüler recht haben oder nicht. Und dann die Übungen, die mit der Struktur stattfinden würden, im inhaltlichen Kontext des Textes wirklich wiedergegeben werden. So, das ist eine Art und Weise der Einführung von der Grammatik oder einer bestimmten grammatischen Struktur. Ein anderer Aspekt davon ist dann auch, inwiefern ist Grammatik wichtig, wenn ich meine Schüler bewerte. Wenn wir versuchen, so viel wie möglich zu reden und so viele Schüler wie möglich jederzeit am Unterricht zu beteiligen, wie wirkt sich das dann auf meine Bewertung aus? Und Actful hatte ein wunderbares Beispiel oder eine wunderbare Art und Weise entwickelt, wie man das machen kann. Und das nennt sich IPA oder Integrated Performance Assessment, wo auch wieder der Kontext unheimlich wichtig ist. Also es fängt auch wieder mit einem Text an, Audio oder mit einem geschriebenen Text. Wir haben das, was wir als Interpreted Communication oder Mode ansehen, wo es wirklich um die Textaufarbeitung geht, um das Verständnis des Textes. Und dass dann aber die Kommunikationsphase ebenfalls auf diesem inhaltlichen Kontext beruht. Das heißt, das, was vorher schon geleistet wurde, dann interpretative Arbeit, wird dann auch in der interpersonalen Kommunikation wieder aufgearbeitet und wird dann auch weitergeleitet in die Präsentation, wo dann ein Produkt hergestellt wird und wo dieses Produkt wieder aufgearbeitet wird. Das heißt, der Wortschatz und die Grammatik werden eigentlich im selben Kontext in den verschiedenen Modi dargestellt und auch bewertet. All das geht zurück auf Comprehensible Input. Ich weiß, das ist etwas, was es schon seit so langer Zeit gibt und geht immer noch auf Question zurück. Und es gibt es heute eben auch noch in modifizierter Form. Aber es ist immer noch wichtig. Wenn wir sagen, dass wir 90% des Unterrichts in der Fremdsprache gestalten müssen, dann bedeutet das, dass der Lehrer sich ganz genau überlegen muss, wie sieht dieser sprachliche Input eigentlich aus. Und wir wissen, dass es eigentlich ein kleines bisschen nur drüber sein soll, über dem, was die Schüler eigentlich schon leisten können und verstehen können. Also dieses I plus one ist unheimlich wichtig. Aber wichtig ist auch, dass es eigentlich einen Grund gibt für diese Kommunikation und dass es einen Grund für die Schüler gibt, die Bedeutung zu erarbeiten. Das heißt, es muss eine gewisse Relevanz da sein, eine gewisse Motivation für die Schüler da sein, dass sie diesen Arbeitsaufwand, der eben so wahnsinnig wichtig ist im Fremdsprachenunterricht, dann auch wirklich leisten wollen. Das heißt, das, was der Lehrer sagt, muss verständlich sein, muss aber auch ein bisschen herausfordernd sein. Und es muss relevant sein für die Schüler. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, das ist die Kunst. Das ist genau das, was den Lehrer, den Fremdsprachenlehrer ausmacht. Das heißt, das ist das, wo das Verrückte des Fremdsprachenlehrers wirklich Teil ist. Und das ist das, was eigentlich so viel Spaß macht, auch als Fremdsprachenlehrer. Das sind die Momente, wo die Gestik, wo die Mimik, wo das, wo all das ins Spiel kommt, um in irgendeiner Form in der Fremdsprache den Schülern verdeutlichen zu können, das ist das, was ich meine. Und dass diese Kommunikation aufrechterhalten wird. Wichtig dabei ist, dass die Kommunikation nicht nur von dem Lehrer ausgeht. Natürlich soll der Schüler so viel wie möglich selbst produzieren. Und es soll auch klar werden, dass es nicht nur eine Lehrer-Schüler-
Produktion ist, sondern dass es Schüler-Schüler ist und hoffentlich vielleicht auch Gastvorträge und Muttersprachler aus der Zielkultur. Aber wichtig ist, dass die Schüler die Fremdsprache häufig benutzen, regelmäßig benutzen und dass es ausführliche Sprachproduktion ist. Also die Einwortsätze oder die Antwort, die aus einem kleinen Minisatz oder einer Phrase besteht, ist eigentlich nicht genug. Wir müssen die Schüler wirklich dazu animieren, dass sie mehr und mehr sprechen und ausführlich, regelmäßig und in langen Sprachproduktionen reden. Und das bringt uns wieder zu der Frage, wie erreichen wir das, wie schaffen wir das, wenn wir nur so viel Zeit haben im Unterricht und so viel zu tun ist und wir vielleicht über 30 Schüler in der Klasse haben. Das heißt, wir brauchen einfach Strategien, wie wir die Schüler gleichzeitig in der Fremdsprache agieren lassen können. Das ist sehr, noch einige Sachen, bevor ich zu den Strukturen komme, wie wir das machen können. Sicherlich ist das sehr, sehr wichtig, dass wir eben für diese Sprachproduktion Sprachmittel bereitstellen, gerade im Anfangsunterricht. Das heißt, dass unsere täglichen Anleitungen, die wir machen, ob das die Frage ist von den Schülern, ob sie auf die Toilette gehen dürfen oder ob das bedeutet, dass gewisse Instruktionen gegeben werden, all das muss in der Fremdsprache gemacht werden. Das ist etwas, worauf Schüler sich verlassen können, worauf sie zurückfallen können und was auch eine gewisse Routine und Sicherheit vermittelt. Gerade bei den höheren Schülern ist das unheimlich wichtig, dass diese Routine wirklich eingehalten wird. Das bedeutet auch, dass man dann wirklich den Wortschatz aufbaut, dass man Phrasen und Satzanfänge bereitstellt und später im gehobeneren Sprachunterricht dann auch wirklich Redestrategien und Redemittel bereitstellt für die Schüler, sodass sie langsam, aber sicher immer unabhängiger werden. Es ist auch sehr wichtig, dass Fehler akzeptiert werden und als Teil des Lernprozesses anerkannt werden. Das heißt, dass Lehrer nicht alles jederzeit korrigieren müssen, was vielleicht an Fehlern ist, sondern dass es wichtig ist, dass Schüler wissen, dass sie in einem wirklich in einem sicheren Raum sind, wo sie diese Fehler machen können und wirklich versuchen können, mit der Sprache zu kommunizieren. Spezifisches Feedback, und ich glaube, da gab es eine eigene Präsentation zu, ist sehr, sehr wichtig. Ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Mittel und Art und Weisen für Lehrer, wie sie den Lernprozess der Schüler vorantreiben können. Aber es muss spezifisch sein und es muss so schnell wie möglich sein. Spezifisch aus dem Grunde, dass ein allgemeines Lob zum Beispiel nach einem Vortrag von den Schülern eigentlich den Schülern nichts Konkretes sagt. Also wenn ich sage, Mary, das hast du aber gut gemacht, dann weiß Mary eigentlich überhaupt gar nicht, was sie gut gemacht hat. War die Struktur des Vortrags gut? War die Wortwahl gut? War der Inhalt gut? War die Grammatik gut? Also es gibt kein spezifisches Feedback. Und sie weiß eigentlich nicht, wie sie vielleicht den Vortrag noch verbessern kann oder wie sie in irgendeiner Form auch ein höheres Proficiency-Level erreichen kann. Das heißt, je spezifischer das Feedback ist, je schneller das ist, desto besser. Und was auch dazu kommen soll, wir wissen, wie viele Schüler wir im Unterricht jederzeit haben, dass wir auch dazu anleiten, dass die Schüler selbst ihre Leistung einschätzen können und selbst reflektieren können, was sie gemacht haben. Nur dann sind sie aktiv in den Lernprozess wirklich mit eingebunden. Und nur so ist es eigentlich auch möglich für den Lehrer, dass ein häufiges Feedback stattfinden kann. Also wir wissen, Feedback ist notwendig. Wir wissen, dass wir nicht alles korrigieren sollen, was an Fehlern produziert wird, aber dass wir gewisse Säulen der Kommunikation haben. Also das sind Dinge, die wir wahrscheinlich gerade unterrichtet haben, auf die wir im Moment besonders achten. Das können gewisse Strukturen sein, das kann Vokabular sein, das können Sätze sein oder Satzanfänge sein, die beendet werden müssen, dass das eine Vorgabe ist von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dann ist es auch wichtig, dass Quantität nicht immer Qualität ist, sondern dass eigentlich das Zählen von bestimmten Strukturen nicht unbedingt die Sprachproduktion in dem Sinne bewertet. Und was ganz wichtig ist,
dass Schüler eigentlich ein Beispiel haben, was ist eine gute Leistung? Was muss ich in einer guten Sprachproduktion drin haben? Was muss es beinhalten? Wie kann ich das verbessern? Inwiefern könnte ich meinen Vortrag verbessern oder meine Sprachproduktion verbessern, dass ich wirklich die nächste Leistungsstufe erreiche? Und wie sieht diese nächste Leistungsstufe aus? Das heißt, diese Beispiele müssen die Schüler eigentlich haben, damit sie sich dann eben wirklich auch verbessern können. Hier sind ein paar Hilfsmittel zum spezifischen Feedback. Eileen Glisson hat ein Buch veröffentlicht, wo diese Beispiele auch drin sind. Gerade wenn es um die Konversation geht, ist es eigentlich unheimlich wichtig, nicht das Typische zu haben, wo wir alle schuldig sind und wo wir alle den gleichen Fehler gemacht haben als Lehrer, dass wir zum Beispiel eine Frage stellen an den Schüler, der Schüler antwortet und dann sagen wir, toll gemacht. Damit ist dann das Ende der Konversation erreicht, die Sprachproduktion ist beendet, die Frage ist beantwortet und wir gehen zum nächsten. Das heißt, wir geben eigentlich als Lehrer selten das Beispiel, wie eine gute Konversation oder ein gutes Gespräch wirklich aussieht. Das heißt, sind Schüler in der Lage, gut zuzuhören? Sind Schüler in der Lage, das Gespräch voranzutreiben, indem sie vielleicht selber Fragen stellen? Sind sie vielleicht in einem Gespräch zu dritt oder so in der Lage, dass sie vermitteln können zwischen den verschiedenen Gesprächspartnern? Das sind alles Aspekte, die wir oft vernachlässigen, aber die wirklich zum Teil eines guten Gesprächs dazugehören. Und wenn wir den Schülern nicht sagen, dass das Teil eines Gesprächs ist oder auch einer Leistung ist, wie können sie das verbessern, sodass sie wirklich die höheren Proficiency Levels wirklich erreichen? Ein anderes super tolles Mittel ist auch von ACTFL, sind die Can-Do-Statements. Wenn Sie die schon kennen, das ist eine wunderbare Art und Weise, wie Schüler sich wirklich selber evaluieren können und reflektieren können, was können Sie schon, auf welchem Niveau befinden Sie sich, ist es konsistent, dass Sie sich auf diesem Niveau befinden und wie können Sie sich wirklich verbessern, um auf das nächste Proficiency-Level zu kommen. Wichtig dabei ist wirklich auch noch zu berücksichtigen, dass die Schüler das wirklich zur Selbstreflexion benutzen sollen und dass es eigentlich kein Kriterium für die Bewertung für den Lehrer ist. Also es sollte keine Note darauf erfolgen. Wie können sich die Schüler selbst evaluieren, wenn wir das dann sofort wieder als Note irgendwie ansetzen? Okay, der wichtige Teil ist, wie können wir so viele Schüler wie möglich im Klassenverband unterrichten? Und für den Bereich können wir uns wirklich den Immersionsunterricht angucken. Und da gibt es unheimlich viele Strategien, die Sie auch googeln können. Das läuft unter dem Namen zum Beispiel Checking for Understanding, Formative Assessments, Collaborative Teaching Strategies, Cooperative Teaching Strategies. Es hat viele verschiedene Namen. Aber der Sinn ist eigentlich der gleiche, dass wir versuchen, so viele Schüler wie möglich aktiv zu beteiligen. Und ich denke, das Wichtigste an der Sache ist, wenn wir unsere Einheit oder wenn wir unsere Stunde planen, dann müssen wir uns eigentlich überlegen, was ist das Wichtige, wie kriege ich so viele Schüler wie möglich dazu, mir zu zeigen, dass sie das verstanden haben. Das Wichtige an der Sache ist, eigentlich nur im Kopf zu behalten, dass wenn ein Schüler mir eine Antwort gibt, dann bedeutet das nicht, dass alle das verstanden haben. Oft, wenn das die gleiche Person ist oder die gleichen 2, 3 Schüler sind, die mir immer die richtige Antwort geben, dann besteht die Gefahr sogar, dass die anderen Schüler sagen, Max macht das sowieso und der beantwortet die Frage sowieso, warum soll ich mich eigentlich überhaupt noch beteiligen? Von daher ist es so unheimlich wichtig, diese Strategien im Kopf zu behalten, dass man wirklich versucht, so viele Schüler wie möglich die Möglichkeit zu geben, wirklich aktiv an der Sprachproduktion und am Unterricht sich zu beteiligen. Es ist manchmal so leicht, gerade wenn man eine Vorführstunde hat, sich darauf zu verlassen, dass Max wahrscheinlich die Antwort gibt. Und dann wissen wir aber eigentlich überhaupt gar nicht, wie die Kommunikation mit den anderen Schülern ist. Und ob die Schüler das überhaupt verstanden haben, was wir gesagt haben. So, hier sind ein paar Strategien, die man machen kann. Und ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich habe, aber ich versuche ein paar vorzustellen. Aber viele von denen können Sie auch wirklich einfach nur googeln. Die sind, wie gesagt, unter den Stichworten Checking for Understanding überall zu finden.
ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man gerade ganz schnell mal evaluieren möchte, ob die Schüler noch irgendwie dabei sind, ob sie das verstanden haben, ob sie es nicht verstanden haben, dass man einfach ein Handzeichen voraussetzt und dass man sagt, okay, auf einer Skala von 0 bis 5, wie gut habt ihr das verstanden? Oder stimmt ihr mit diesem Thema überein? Oder müssen wir das nochmal erklären? Und es ist wichtig eigentlich, dass es nicht irgendwie als Handzeichen der Arm oder die Hand nach oben gehoben wird, sondern dass es vor dem Körper passiert. Gerade bei solchen Evaluierungen ist es wichtig, dass es privat bleibt. Und wenn die Hand vor dem Körper ist, dann ist das eigentlich okay. Dann kann ich nämlich auch sagen, ja, ich habe es noch nicht verstanden und kann nur die Faust zeigen. Oder ich kann die 5 zeigen, wenn ich weiß, dass die anderen das alle noch nicht verstanden haben. Und das ist okay. Und niemand wird bloßgestellt im Unterricht. Es kann auch mal ein schnelles Daumen hoch oder Daumen runter sein. Eine andere Art, wie man alle Schüler so viele Schüler wie möglich am Unterricht beteiligen kann, sind Vierecken. Und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wie man das zum Beispiel machen kann. Also entweder hat man ein Thema und man gibt 4 Unterthemen und man gibt den Schülern die Wahl, welches Unterthema sie gerne besprechen möchten und schickt sie dann in die verschiedenen Ecken. Das kann dann sein, dass die Schüler dann untereinander das besprechen und dass sie dann eine Person oder 2 Personen haben, die das dann der gesamten Klasse vortragen. Das Wichtige ist, dass alle Schüler die Möglichkeit haben, etwas zu sagen. Und dass es eigentlich nicht nur diese eine richtige Antwort von einem Schüler gibt, sondern dass alle eigentlich den Vorlauf haben, dass sie erst einmal die Möglichkeit haben, das selbst zu formulieren, bevor das dann vor der Klasse vorgetragen wird. Das kann auch in den gehobeneren Kursen dazu benutzt werden, dass es zum Beispiel eine Diskussion gibt, dass man vielleicht ein Thema hat, wo verschiedene Aspekte behandelt werden und wo dann eine Diskussion von der einen Ecke mit der anderen Ecke gemacht werden muss. Und wahrscheinlich noch viele andere Möglichkeiten, die Sie wahrscheinlich alle noch besser kennen als ich. Kurzes Schreiben oder Malen. Und da würde ich sagen, auch bei den älteren Schülern ist es eigentlich von Vorteil, sich wirklich zu überlegen, dass es nicht immer Schreiben sein muss. Sicherlich ist Schreiben sehr, sehr wichtig und dann ist eine Funktion, die wir wirklich wahrscheinlich noch mehr ausbauen müssen. Aber gerade das Malen verhindert so ein bisschen, dass man eigentlich sofort auf die Blockade der Schüler stößt. Und manchmal denken sich die Schüler, oh Gott, wirklich muss ich malen und ich kann auch überhaupt nicht malen und warum muss ich das machen? Aber es ist so ein bisschen, dass die Sprache umgesetzt wird, ohne dass ich dann auch sofort wieder das in Sprache umsetzen muss. Also es ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Chorantwort, das ist etwas, was wir schon immer geleistet haben, aber es ist eben auch, dass alle wirklich beteiligt sind und für den Lehrer sehr schnell ersichtlich. Können alle Schüler das oder nicht in die Luft schreiben oder es einfach formulieren, ohne dass es laut gesagt wird? In die Schlange stellen, das sind die Line-Ups eigentlich, wo man wirklich versucht, etwas zu entweder chronologisch darzustellen oder zu kategorisieren. Und das ist eine Art und Weise, wo die Schüler miteinander umgehen müssen, um etwas herauszufinden, wie sie sich in einer Kategorie aufstellen müssen oder in welcher Anordnung sie sich stellen müssen. Gerade bei den jüngeren Schülern, Think, Pair, Share ist sehr, sehr wichtig. In dem ersten Teil bekommen die Schüler die Möglichkeit, aufzuschreiben, was sie zu einem Thema denken. Dann reden sie mit einem Partner darüber, bevor sie das dann wieder im Klassenverband darstellen. So ähnlich wie in den Vierecken. Die Schüler haben die Möglichkeit, dass sie erst selbst darüber nachdenken, das dann mit einem anderen Partner teilen und dann das dann vorgeteilt wird. German Talk ist eigentlich die kurze Version davon. Da ist nur, dass der erste Teil wirklich nicht verschriftlicht wird, sondern dass sich die Schüler sofort an den Partner, an den Schulterpartner wenden, die Antwort miteinander besprechen, bevor dann die Antwort geteilt wird. Das wird sehr, sehr oft im Immersionsunterricht genutzt. Also zum Beispiel, wenn die kleinen Schüler, die kleinen Kindergärtner auf dem Teppich sitzen und sich dann an den Partner wenden, bevor dann eine Antwort gegeben wird an die Lehrerin. Etwas, was ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, ist eigentlich eine Strategie, die wir auch aus dem Elementarbereich kennen und aus dem Immersionsunterricht. Und das ist eigentlich das Hochhalten von Karten, was auch die Möglichkeit hat, dass die Schüler sich erstmal sehr sicher fühlen, weil sie die Sprache nicht selbst produzieren müssen, aber wo wir als Lehrer einfach sicher sein können, dass sie das verstanden haben und dass sie Teil sind von dem, was im Unterricht gerade geschieht.
Was ich ganz, ganz toll finde, sind da die, auf Englisch nennen wir das die Whiteboards oder die Minitafeln, wo die Schüler ihre Antworten raufschreiben können und dann einfach hochhalten können. Und innerhalb von 10 Sekunden hat der Lehrer oder die Lehrerin also wirklich einen Überblick darüber, ob die Schüler das im Großen und Ganzen das verstanden haben und leisten können oder auch nicht. Das können auch Signalkarten sein, wo sie sich vielleicht auch dazu äußern können, ob sie sich wohlfühlen, ob sie sich in der Hinsicht mit dem Material schon angefreundet haben oder nicht. Das kann rot und grün und gelb sein, je nachdem, wie wohl sie sich mit der Materie fühlen. Das können Antwortkarten sein, das kann Multiple-Choice sein, ABD, das kann richtig falsch sein und viele andere Sachen mehr. Im Anblick der Zeit, kollaboratives Lernen, aber das sind viele Sachen, die wir auch machen. Gruppenpuzzle ist das, wo wir eben versuchen, eine Person aus einer Gruppe herauszuholen. Die bekommen ein gewisses Material und bringen das dann an ihre Originalgruppe zurück. Oder etwas, was auch sehr, sehr schön ist, ist Innen- und Außenkreis. Das ist so etwas wie Speed Dating, super schnell gemacht. Also der Innenkreis die Schüler, die im Innenkreis sind, haben bestimmte Fragen und der Außenkreis bewegt sich dann drumherum und die müssen die Fragen beantworten. Und dann wechselt man nochmal, sodass der Außenkreis dann auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und der Innenkreis dann auch die Möglichkeit hat, Fragen zu beantworten. Terminkalender, das ist eigentlich etwas sehr Einfaches, wo Schüler umhergehen müssen und sich Termine aushandeln müssen mit den anderen Schülern zu bestimmten Sprachfunktionen. Also zum Beispiel, sie müssen vereinbaren, dass an dem und dem Tag, und das kann über mehrere Wochen passieren, wirklich ein Gespräch stattfinden muss über was auch immer die Thematik des Unterrichts ist. Ausagieren ist eine wunderbare Art und Weise und ist etwas, was ich immer sehr gerne auch im Unterricht gemacht habe. Also es kann eigentlich fast alles ausagiert werden. Jeder Text, jedes Bild kann ausagiert werden. Jeder Sachunterricht kann eigentlich ausagiert werden. Also wie sieht das Molekül von, und ich bin wahrhaftig kein Chemielehrer, und belasse es dabei, zu einem Standbild, zu einer Geschichte, ein Standbild, oder ein Gegenbild vielleicht zu einem Bild, das man selbst gesehen hat. Wie sieht der nächste Schritt aus? Wie sieht der vorherige Schritt aus? Drei Dreier in einer Reihe ist eigentlich nur ein schönes Wort oder eine schöne Phrase für Bingo, wo drei Kästchen, mal drei Kästchen auf einem Blatt sind und wo bestimmte Fragen gestellt werden und die Schüler dann praktisch einen Partner finden müssen und die Frage aufschreiben müssen. Wichtig, dass sie selber die Frage oder die Antwort von dem Partner aufschreiben und dass nicht nur ein Austausch vom Blatt Papier wird. Aber das ist auch gut und es hängt eigentlich davon ab, Bingo hängt wirklich immer davon ab, wie gut die Fragen sind, die gestellt werden. Und da kann man eben sehr lustige Fragen stellen, um das zu beantworten. Selbstständiges Lernen ist auch offensichtlich oder eine offensichtliche Art und Weise, wie man Schüler dazu bringen kann, dass sie wirklich alle aktiv beteiligt werden. Und ich glaube, das sind alles Strategien, die wir alle in irgendeiner Form immer einmal angewendet haben. Was ich vielleicht noch hier kurz erwähnen möchte, sind die Graphic Organizers. Von denen es einfach unheimlich viele gibt, die sehr, sehr gut sind, gerade am Anfang oder im mittleren Bereich, um die Schüler wirklich dazu zu zwingen, Sprachmittel zu sammeln, bevor sie dann auch wirklich kommunizieren. Und ob das eine Art als T-Shirt ist oder als Y, um erst das Pro und Contra und dann die Synthese darzustellen, ob das ein Venn-Diagramm ist, da gibt es unheimlich viele Arten und Weisen, wie sie das machen können. Je visueller, desto besser. Lernerfahrungen ermöglichen. Ich glaube, das ist auch etwas, was unheimlich wichtig ist. Das heißt, je mehr Möglichkeit wir den Schülern geben, eine Wahl zu treffen, was sie lernen möchten, ob das durch Lernstationen ist, ob das durch einen individuellen Lernplan ist für die Schüler, was sie leisten müssen, um ein gewisses Ziel zu erreichen.
Aber je mehr Wahl die Schüler haben, desto besser und desto engagierter sind sie eigentlich im Unterricht. Bewegung ist unheimlich wichtig. Wenn der Schulleiter vorbeikommt und entsetzt ist, wie chaotisch der Fremdsprachenunterricht läuft, dann würde ich immer erst nochmal schauen, ob das ein organisiertes Chaos ist oder ob es wirklich ein chaotisches Klassenzimmer ist. Denn oft im Fremdsprachenunterricht ist das wirklich Teil. Und wenn wir wirklich versuchen, alle Schüler so oft wie möglich im Unterricht zu beteiligen, das bedeutet halt, dass viele Schüler zur gleichen Zeit reden. Mit dem Fünf-Sinn-Lernen ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Und Technologie ist etwas, was wirklich in jeder Form, ob das Duolingo ist oder andere Software, um das wirklich zu erreichen. Nichtverbale Strategien. Ich denke, gerade bei den Jüngeren und vor allem auch bei den im Anfangsunterricht ist es unheimlich wichtig, dass die Schüler die Möglichkeit haben, eigentlich ihre Schweigeperiode immer noch vielleicht ein bisschen einzuhalten, nur dass wir das sowieso verkürzen im Unterricht. Ob das durch TPRS ist, wo sie eigentlich agieren zu dem, was wir sagen, dass sie bestimmte Befehle ausführen, TPA oder dann auch TPRS, wo sie dann eben zum Beispiel gewisse Geschichten dann auch versprachlichen und lernen zu versprachlichen oder eben auch zu illustrieren. Das Ausagieren von Geschichten, Standbilder. Und Standbilder kann man eigentlich sehr schön machen, wenn man zum Beispiel eine Geschichte gelesen hat, einen Film gesehen hat oder auch nur ein Foto sich angeschaut hat, dass ein Standbild gemacht wird und was wirklich die Essenz dieser Geschichte oder des Textes wirklich wiedergibt. Und dass dann zum Beispiel ein Schüler die Hand nimmt und auf die Schulter von einer Person, die Teil des Standbildes ist, legt und diese Person dann erklären muss, warum oder welchen Teil sie eigentlich im Standbild präsentiert oder warum sie das so gemacht haben. Oder es kann einen Erzähler geben, der das genau nochmal verdeutlicht oder versprachlicht, was dieses Standbild eigentlich darstellen soll. Minitafeln und Karten sind auch etwas, was wir schon gesagt haben. Gerade bei den jüngeren Schülern sind die kleinen Minitafeln unheimlich wichtig und können für alle möglichen Unterrichtszwecke gut eingesetzt werden. Und das Kategorisieren. Warum ist das so unheimlich wichtig? Wir haben eigentlich unheimlich wenig Zeit im Unterricht, um die Schüler auf ein Proficiency-Level zu bringen, auf ein Niveau zu bringen, wo es wirklich möglich ist, die Fremdsprache aktiv später zu benutzen. Das ist eigentlich die Voraussetzung dessen, warum wir Fremdsprachenunterricht machen und was die Schüler und Lehrer und Administratoren wirklich von uns erwarten. Und viele denken dabei, dass sie Chinesisch übers Wochenende lernen können oder mit einer Software lernen können. Und wir müssen verdeutlichen als Fremdsprachenlehrer, dass es Zeit braucht und dass es sehr intensives Training braucht. Und wenn wir das im Kopf behalten und wenn wir das den Schülern auch deutlich machen, den Lehrern und unseren Schuladministratoren, dann hoffentlich verstehen sie das, dass es einfach ein langer Prozess ist und dass wir wirklich versuchen, so viel wie möglich an Übung und Sprachproduktion in unseren Unterricht reinzubringen, zu jeder Zeit. Okay, ein kleiner Check, bevor wir zu den Fragen gehen. Mal schauen, ob wir das erreicht haben. Ich hoffe doch sehr, für Sie ganz kurz nochmal zu checken, habe ich das erklärt, warum es wichtig ist, 90% der Zeit im Unterricht mit der Fremdsprache wirklich zu verbringen, für Schüler und für Lehrer.